Herr Warwick. Ja, das Auswärtige Amt hat am 8. April im Zuge dieser schon erwähnten IGR-Anhörung Den Haag verkündet, dass es sich aktiv für Völkerrecht einsetzt, den IGH unterstützt und schon deswegen weise man den Vorwurf Nicaraguas zurück. Deutschland könnte gegen Völkerrecht verstoßen. Von dem Zirkelschluss mal abgesehen, interessiert mich, vertritt die Bundesregierung wirklich die Meinung, dass sie sich mit der politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung des israelischen Vorgehens in Gaza das Völkerrecht unterstützt? Ja, also wir haben gestern, haben die Kolleginnen und Kollegen über 2 Stunden vor dem Internationalen Gerichtshof vorgetragen und sehr deutlich gemacht, dass wir völkerrechtstreu sind und haben die Anschuldigungen, die haltlosen Anschuldigungen Punkt für Punkt widerlegt. Also insofern weiß ich nicht, worauf Ihre Frage zielen sollte. Dass man sagt, man setzt sich für das Völkerrecht ein und ja, dies in Bezug auf die Vorgänge Israel ist gewagt. Aber das tun wir doch, Herr Warwick, wenn ich darauf kurz antworten dürfte. Ich meine, deswegen ist die Ministerin ja so regelmäßig in der Region. Deshalb führt sie die Gespräche sowohl auf palästinensischer Seite als auch auf israelischer Seite als auch in der Region, weil es uns eben wichtig ist, voranzukommen bei einer Lösung für den Konflikt. Und weil es uns wichtig ist, dass zum einen Israel natürlich sein verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung ausüben kann, aber gleichzeitig natürlich das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Das ist doch der Kern dessen, worum es uns hier geht. Dann habe ich als Letztes auf der Liste, das war Frage, Nachfrage. Sie haben es vorhin schon ausgereizt, Herr Warwick, jedes Mal funktioniert es nicht. Ob Sie sich bei Ihrer Frage, Nachfrage dann für einen Diskussionsbeitrag entscheiden über eine oder eine Frage, das ist ja hier längst nicht mehr sonderlich trennscharf.